Wir wollten die halt spielen lassen. Wir haben gesagt, komm, lass sie mal spielen, lass sie mal Fussi spielen auf dem Platz. So, hat ja hingehauen. Die haben es einmal einen Elfmeter rausgeholt und ich glaube, ein oder zwei halbgefährliche Torchancen gehabt im ganzen Spiel. Mein Gott, das ist schon ganz gut gegen Süderelbe. Die Süderelbe hat eine gute Mannschaft. Talentierte, griffige Spieler, eingeschworener Haufen, die auch schon, ich glaube, einige Pflichtspiele hatten in der zweiten Hälfte der Saison, also in der Rückserie. Wir noch nicht. Wie gesagt, wir haben auch schon viele Freundschaftsspiele, die wir nicht bestreiten konnten. Das ist gar keine Ausrede, aber das ist halt immer so, jeder Trainer weiß es, Rhythmus ist auch entscheidend. Und den versuchen wir zu finden. Ja, wir denken halt von Spiel zu Spiel. Klar hört man das häufig, aber wir tun uns halt auf fremdem Boden extrem schwer. Zu Hause sind wir extrem stark dafür. Und ja, ein internes Ziel haben wir jetzt gar nicht ausgegeben. Aber wir denken, wie gesagt, von Spiel zu Spiel. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das war Glück, ja. Normalerweise im Training, ja, ich lasse fast alles rein, wenn das, die falsche Seite, ja. Aber ja, heute, ja, mein Trainer hat mir gesagt, er hat seine Technik und ich habe das heute benutzt und ja, worked out well, ja.